Hallo, was geschah am 7. April 1453? Wird das christliche Konstantinopel von den Türken komplett eingeschlossen und bis zu seinem Fall belagert. Bereits am ersten Tag der Beschießung bricht ein Teil der Landmauer zusammen. Spätestens ab 1930 setzte sich der Name Istanbul, der bereits im Osmanischen Reich gebräuchlich war, auch international durch. 1948. Mit der Unterschrift durch den 26. Staat tritt die von den Vereinten Nationen in New York verabschiedete Verfassung der Weltgesundheitsorganisation World Health Organization in Kraft. Die WHO gilt damit als gegründet. Die Zentrale der WHO ist in Genf. Die Verfassung der WHO gibt an, dass ihr Zweck darin liegt, allen Völkern zur Erreichung des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu verhelfen. Es soll ein Grad an Gesundheit erreicht werden, der es allen Menschen ermöglicht, ein sozial und wirtschaftlich produktives Leben zu führen. 1969. Das RFC1 mit dem Titel Host Software wird veröffentlicht. Dies kann als die Geburtsstunde des Internets bezeichnet werden. RFCs behandeln Protokolle, Methoden, Programme und Konzepte, die für die Zusammenarbeit unterschiedlicher Systeme im Internet wichtig sind. 1827. In seiner Apotheke beginnt der Engländer John Walker unter dem Namen Friction Lights die von ihm erfundenen Streichhölzer zu verkaufen. 1989. Im längsten Tennisspiel der Davis Cup-Geschichte seit der Einführung des Tiebreaks besiegt der Österreicher Horst Skoff den Schweden Mats Wilander im Wiener Ferry-Duzica-Stadion in 6 Stunden und 4 Minuten. Heute vor 127 Jahren, also 1891, wurde Ole Kirk Christiansen geboren, ein dänischer Kunsttischler, Spielzeugmacher und Gründer des Unternehmens Lego 1932. Das größte Lego-Gebäude ist eine Nachbildung der London Tower Bridge, was für Land Rover gebaut wurde. Es ist 13 Meter hoch und besteht aus 5.805.846 Steinen. Ja. 1947 starb Henry Ford, ein US-amerikanischer Pionier des Automobilbaus und Gründer der Ford Motor Company 1903, der Innovationen wie das Fließband in seinen Werken einführte und dessen ab 1908 produziertes Modell T bis 1972 das meistverkaufte Automobil der Welt war und das Auto zum Massenartikel machte. Das war's für heute. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.